So, hier wird schön geleckt. Du gehörst jetzt mir. Der Kiri nur so, warum muss ich mir das jedes Mal antun? Warum immer ich? Schön aufpassen. Lieb zu denen sein. Ist ganz gleich nass. Ja. Ja. Guten Morgen, Leute. Ne? Draußen Kaki klappt schon echt gut, ne? Draußen Kaki klappt schon echt gut. Ja, das klappt echt gut, wa? Ja, das klappt echt gut. Du bist gut. Du bist ein Schnelllerner. Ja. Trotzdem ein bisschen doof. Was rieche ich da? Ich habe keine Ahnung. Da drin habe ich heute Nacht geschlafen. Tür ist zu. Nee, die bleibt doch zu. Und was war das jetzt? Hast du keine Ahnung? Ich auch nicht. Oh, was war das? Was hast du gesucht? Keine Ahnung. Oh, bist du wieder müde? Bist du schon wieder müde? 5 Minuten draußen, wa? Du bist immer noch du. Nö, Dante, das ist alles super interessant. Dann sitzt er immer hier und dann guckt er sich alles an. Das ist ganz wichtig, denn er muss nämlich verstehen, hier sind andere Tiere. Er ist nicht alleine und das da ist Familie und Freunde. Nö, Dante. Und das versteht er schon ganz gut. Er schnappt auch nicht danach, er beißt auch nicht. Wir setzen die ja öfters mal so am Tag, so 1-2 Mal zum Kennenlernen, immer mal zusammen, dass er sich das alles anguckt und dann halt auch weiß, das ist total interessant, ne? Die Fußablage von Sarah ist jetzt sein neuer Thron. Und es ist immer super witzig, wie er jetzt immer da oben drauf sitzt. Und dann ab und zu einfach runterfällt, weil es halt offensichtlich rund ist. Ne? Das übst du nochmal. Oh, ist das niedlich. Ja. Na? Du kleine Socke. Hallo. Beschäftigung. Hallo Leute da draußen. Alles klar? So, ich gehe jetzt wieder auf meinen Thron, glaube ich. Ja, ja. Tada! Und fällt wieder runter. Ja, das muss man noch lernen, dass er das ausbalanciert. Ja. Tada! Das sieht gar nicht toll aus, mein kleiner Hosenscheißer. Du bist schon niedlich. So, und weil ich das weiß, dass ich das später für ein Video brauche, viele Leute haben in den Kommentaren gesagt, dass die Leine zu schwer und zu lang ist. Erstens ist die super teuer gewesen. Zweitens halte ich die grundsätzlich immer hoch. Also er muss die nicht schleppen. Das ist halt ganz wichtig. Aber wir haben auch eine gekauft, die wir halt in Zukunft auch noch gebrauchen können. Und ja, andere Hunde machen ihren Müll nicht weg. Die Herrchen sind alle ein bisschen assi. Vor allen Dingen, weil das nicht deren Gärten sind. Ne? Und wir haben offensichtlich immer eine Tüte mit Kotbeuteln dabei. Offensichtlich. So, aber ja, also ich achte darauf, dass er die Leine offensichtlich nicht selber tragen muss. Dante am Morgen. Gassi gehen. Ernsthaft. Muss nicht sein. Ne? Mama, gib mir noch 10 Minuten. Genau so sieht's aus. Nur 5 Minuten schlafen. Ja. Na komm raus. Genau, wir müssen jetzt leider raus. 2 Minuten später. Ja, immerhin habe ich es aus der Tür geschafft, Mama. Sei mal ein bisschen stolz auf mich. Jetzt geht er wieder rein. Das ist doch nicht wahr. Oh Gottchen. Ja, guten Morgen. Ja, so, jetzt kann ich das auch erzählen. Ein Update zur Leine. Wir haben natürlich ein paar Tage später dann auch ein Geschirr gekauft, weil wir das besser finden als ein Halsband. Also für die ganzen Kommentarleute, ja, wir haben jetzt auch ein Geschirr und ja, wir finden das auch besser. Ob er es besser findet, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Guck mal, so langsam
wird er dann auch wach. Aber torkelt noch ein bisschen. Na gut. Oh, das müsst ihr nicht sehen. Tada! So geht das. Oh, das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Ja, danke für die Kamera blicken. Was ist das? Ist das ein Pudding? Das ist ein Pudding. Zu dem musst du ganz, ganz lieb sein, ne? Ganz lieb. Ist auch ganz lieb zu dir, wenn du Glück hast. Ja. Du bist jetzt schon wieder ein bisschen fertig. War das jetzt schon wieder zu viel gemacht oder was los? Ist ja ganz lieb zu Pudding. Ganz lieb. Ich weiß, das ist alles interessant. Vorsichtig. Gut. Oder setz dich einfach drauf. Nur ganz lieb sein. Das ist ein Pudding. Ruhig, ne? Pudding, was macht der mit dir? Das ist ja auch keine Ahnung von, wa? Das ist alles neu. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Nicht das Meerschweinchen platt treten. Ganz ruhig. Was ist los? Das Meerschweinchen. Das ist Familie. Vorsichtig. No. Gut. Ganz ruhig. Schön lieb zu Pudding sein, ne? Ja, nicht schnappen. Ganz wichtig, schön lieb sein, genau so. Ja, genau, hast du gut verstanden. Das verstehe ich nicht, was soll das hier? Ich glaube, ich muss das dann aber jetzt auch unterbinden, sonst wird Mutter nicht sehr glücklich darüber sein. Ach, guck mal, wer hier ist. Wer schon direkt wieder, oh, du musst dich erst mal gucken, wer ist denn das? Ja, Hallöchen. Nein, doch. Nicht beißen. Nicht beißen, sonst beiß ich zurück. Alles mögliche andere Spiel darfst du gerne tun. Ist okay, aber beißen nicht. Nein, aus. Aus. Beiß den Österreicher, das ist in Ordnung. Nur weil ich nach Leberkäse schmecke. Oh. Komm hier, du auch. Muss ich jetzt auch Heckel und Bell oder was? In die Eier gesprungen. Hallo Dante. Dante ist bei Oma. Dante, komm mal, komm. Ja. Ja. Ist ja schön, wa? Ihr findet da alles toll. Und man kann so gut über den Boden laufen, ne? Und diese Gardinen da hinten. Das ist natürlich das Beste, diese Gardinen, Mann. Oh. Die findet er richtig toll, wa? Ja. Boing. Ja, der ist so toll. Du, hey, hast die Gardinen in Ruhe. Geh lieber an Omas Bommeln an den Schuhen. Ja, gib's dem Blatt, das ist okay. Ja, dann doch lieber den Teppich, yeah. Wa? Das erste Kalbsohr seines Lebens. Oder Lammohr? Ja. Lammohr. Om nom, müssen's ja kauen. Ne? Schon interessant, das ist jetzt meins. Danke an die nette Cousine dafür, ne? Es müffelt ein bisschen, aber ansonsten ist es in Ordnung. Er ist begeistert und beschäftigt vor allen Dingen. Dann ist gut. Er schiebt er sich zurück, es ist so geil. Ich lasse ihn jetzt gut schlafen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen rauf. Man hört und stört sich und ich verspreche, bald gibt es mehr von denen da und ein bisschen weniger von dir, du kleine Pappnase. Gott, du bist so süß. Und so müde. Sag tschüss zu den Meerschweinchen. Tschüss. Tschüss, Pauline.